300 Post war schon ein paar Jahre alt, aber oder genau deswegen hat sich Ravensburger gedacht, lass mal ein paar neue Bilder auf die Verpackung klatschen. Deswegen ist zwar nichts anderes drin, aber wir machen trotzdem ein Unboxing. Nachdem wir mit unserer Kettensäge die Plastiklaschen aufgesägt haben, ihr macht das natürlich mit einem Schweizer Taschenmesser, kommen uns einige Plastiktüten entgegen. Doch nicht solche Tüten. Solche Tüten! Wir sortieren das Ganze erstmal nach Biomüll, Restmüll, Plastikmüll und Papiermüll. Letzteres könnt ihr aber wirklich in den Müll werfen. Fangen wir erstmal mit den kleinen grünen Dingern an. Die klipsen wir einfach in diese durchsichtigen Teile. Das macht er jetzt noch 15 Mal, bis er das Ganze im Schlaf schafft. Der erste Teil ist jetzt geschafft, jetzt geht's ans Eingemachte. Wir brauchen jetzt jeweils ein Teil A, ein Teil B, zwei grüne Teile Z und zwei graue Teile Z. Diese Teile werden so im Video jetzt gezeigt 8-mal zusammengebaut und jetzt braucht ihr alle Teile, die noch übrig sind und damit macht ihr im Prinzip genau das Gleiche. Doch was bringt euch das jetzt alles genau? Ihr könnt damit Bahnen übereinander, untereinander, nebeneinander, durcheinander und welches einander euch noch einfällt bauen. Oder ihr nutzt die Säulen einfach als 7 Hündteile. Das Fazit ist, das Set ist sehr gut, aber bei einem Pro-Starter-Set sind natürlich auch noch Doppelbalkone dabei. Also wer ein paar mehr Teile braucht, kauft sich ein Pro-Starter-Set und wer ein paar weniger Teile braucht, wie zum Beispiel nur Säulen, der ist eher mit diesem Set besser aufgehoben. Hier links haben wir euch noch unser neuestes Video verlinkt und rechts eine Playlist, in der zukünftig noch weitere Unboxings drin sein werden. Und jetzt bleibt uns nur noch eins zu sagen, tschüss.